Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem weiteren Lego Ninjago Trading Card Serie 3 Unboxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es das Startup Bag. Jawolski! Das Ganze kostet 8,99 €, ist hier oben zu erkennen. Ich muss das Ganze mal kurz drehen. Hier steht's da, super Preis, 8,99 €. Das Ganze ist so groß, dass es bei mir gar nicht richtig raufpasst. Und deswegen öffne ich das Ganze auch gleich mal. Es gab schon bei mir auf meinem Kanal einzelne Booster, es gab Blister und Multipack zusammen. Und natürlich muss ich auch das Starterpack öffnen, um Mappen-Updates machen zu können. Um die Karten zu sortieren, um alles perfekt einzusortieren. Und was haben wir dabei? Natürlich eine richtig geile, riesengroße Karte. Der fiese Garmadon als richtig große Karte, als XXL-Karte. Weil so sind eigentlich die normalen. Das ist eine ganz normale Karte, das ist der Spin-Jitsu-Meister Lloyd mit 106 Power. Richtig stark, das ist eine limitierte Auflage, das ist die LE1, die limitierte Auflage Nummer 1. Dann haben wir noch einen Booster, den ich öffnen werde, aber den erst später. Wir packen das andere mal aus, was wir noch dabei haben. So, wir haben natürlich dabei den Sammelordner, der auch nochmal einzeln einverpackt ist. Haben wir ja noch nie gesehen hier. Also, war das beim letzten Mal auch schon so, dass der Sammelordner eingepackt ist? Knister, knister, Knäuschen. Er kommt hier aus seinem Häuschen. Na, der... der Sammelordner, jawohl, hier ist er. Den muss ich jetzt nur noch komplettieren mit der Vorderseite hier. Lego Ninjago sieht mal wieder richtig nice aus hier. Serie 3. Also allgemein von dem Design bin ich immer sehr überzeugt. Muss ich da jetzt an dieser Stelle mal raushauen. Spielregeln haben wir mit dabei noch. Dann ein Spielfeld. Und hier die Rückseite mit einer Checklist mit allen Karten, die es halt gibt. Gibt es hier nochmal eine Übersicht, wo ihr sogar abhaken könnt, welche der Karten ihr schon habt. Mache ich aber nicht. Ich lasse das halt immer so offen. Finde ich irgendwie geiler. Aber wenn ihr halt das machen wollt, könnt ihr es machen. Da habt ihr die Möglichkeit zu. Genau. Spielfeld. Ich weiß nicht, ob es gegen Ben Masterful oder so noch ein Battle gibt. Ich weiß es nicht. Ben, wenn du das Video siehst, hast du Lust auf ein Battle? Wenn ja, kannst du das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ben Masterful. @BenMasterful. Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch die Spielregeln am Start. Die muss ich mir jetzt auch nicht weiter angucken. Hier nochmal ein paar Karten abgebildet, aber ja, ich weiß ja, wie man spielt. Es gab ja auch schon ein Lego Ninjago Pack and Play. Ich glaube, mit der Serie 2 war das. Den Sammelordner lasse ich mal jetzt hier liegen. Und was jetzt noch interessant ist, natürlich die zwei Karten. Habe ich euch am Anfang schon gezeigt. Lasse ich mal hier oben liegen. Und jetzt gibt es natürlich noch den Booster. Einen Lego Ninjago Booster hat die Firma Blue Ocean ins Starter Pack auch noch reingelegt. Und mal gucken, was wir hier ziehen. Wir ziehen einmal die Spielregeln in klein. Okay, einmal werde ich mir die Spielregeln in klein aufbewahren. Die kommen hier mal in die Spielregeln in groß. So, wir starten mit dem meditierenden Meister Wu. Der wütende Krux. Böser Nebel Action. Bewege zwei Charakterkarten auf je ein beliebiges freies Feld in der Arena. Ziehe eine Karte, okay? Ein Fahrzeug, Saints Drohne, plus 10 Angriff, plus 10 Power. Und wir ziehen eine schwarze Folienkarte. Die schwarzen Folienkarten sind neu in der Lego Ninjago Serie 3. Masters of Spinjitzu. Und das ist hier der super böse Garmadon. Okay, mit der Kartennummer 70. Also Kartennummer sind natürlich auch drauf. Perfekt für Mappen-Updates, Leute. Das war jetzt hier mit dem heutigen Lego Ninjago Starter Pack Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, sagt euren Freunden Bescheid, dass es hier natürlich auf Packs United auch wieder die Lego Ninjago Karten gibt. Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.